Hallo, ich bin Nathanael Wendt und ich bin Toningenieur in der SLUB in Dresden. Eine meiner Aufgaben ist es, historische Tonträger zu digitalisieren, unter anderem Schellackplatten oder Selbstschnittplatten. Im Rahmen des SAFE-Projektes digitalisieren wir für die technischen Sammlungen Selbstschnittplatten. Was ist das SAFE-Projekt? Das heißt Sächsisches Audiovisuelles Erbe. Und es ist ein Projekt, wo alle sächsischen Institutionen, zum Beispiel Museen, ihre historischen Tonträger zur SLUB bringen können, damit wir sie digitalisieren und je nach Rechtslage auch der Öffentlichkeit übers Internet zur Verfügung stellen. Ein faszinierendes Projekt sind die Selbstschnittfolien, die wir von den technischen Sammlungen bekommen haben. Im Folgenden möchte ich mal zeigen, wie diese Folien aussehen, wie wir die verarbeiten und welche Herausforderungen dabei zu beachten sind. Selbstschnittplatten sind Unikate, das heißt, sie wurden von Toningenieuren oder Privatleuten selber geschnitten mit Geräten ungefähr ab den 30er Jahren, schon ein bisschen eher, aber ungefähr ab den 30er Jahren geschah das häufiger. Ja, und damit konnte man eigene Aufnahmen machen. Man konnte, wie bei dieser Platte, Kriegsgeschrei oder Kriegslärm aufnehmen. Das ist also eine Platte aus dem Zweiten Weltkrieg und die besteht aus dem Material Dezellit oder eine Dezellitfolie nennt man es auch. Das ist sehr weicher Kunststoff, PVC. Die ist relativ leicht, ja, und sehr weich. Der Vorteil, dass sie weich ist, dass sie nicht so schnell kaputt geht, muss man sagen. Ich habe als Hörbeispiel eine andere Dezellitplatte gewählt. Sehr interessant, da steht drauf Zug- und Bahnhof Leutewerk in Wehlen. Diese Platte ist schon etwas deformiert. Man sieht es vielleicht hier, ich weiß nicht, ich bewege die mal ganz vorsichtig. Also hier gibt es wie so einen leichten Knick. Schauen wir mal. Genau, aber sie ist trotzdem gut abspielbar und wirklich ein interessantes historisches Zeugnis hier aus Sachsen. Man hört Vögelgezwitscher und den Zug pfeifen und auch ein wenig die Fahrgeräusche. Was man jetzt gut hört, ist dieses Ploppen und das liegt daran, dass die Platte eben leicht deformiert ist und dadurch die Nadel immer wieder ganz schön stark hochgehoben wird. Man kann jetzt einen Digitalisierungstrick anwenden. Wenn ich die Platte jetzt digitalisieren würde, würde ich sie langsamer digitalisieren. Zum Beispiel, jetzt sind wir bei 78 Umdrehungen pro Minute. Das war der damalige Standard. Und ich könnte sie dann zum Beispiel mit 33 Umdrehungen pro Minute digitalisieren und im Nachhinein im Computer wieder schneller machen. Hätte den Vorteil, dass diese schwierige Stelle hier, wo das so gesprungen ist, nicht mehr hörbar springt. Also das ist dann schon ein Trick, den ich anwende, um solche Platten sauber zu digitalisieren. Gehen wir zu einem anderen Material. Hier ist das Trägermaterial Metall. Das erkennt man dann gut, wenn man hier in das Löchlein hineinfilmt. Können Sie einfach mal kurz machen. Da sieht man ganz gut das Metall und das ist das, also das Träger. Und selber dann das Material, was oben drüber ist, ist so eine Art Lack. Genau, diese Platte ist dann auch ja, relativ leicht. Etwas, man kann sie etwas bewegen. Ich mache es noch ganz vorsichtig, wie eben so dünnes Metall zu bewegen ist. Also sie zerbricht auch nicht so schnell und ist in diesem Fall auch wirklich gut erhalten. Lustig ist oder interessant ist, dass diese Platte jetzt schon tatsächlich auf beiden Seiten bespielt ist. Hier haben wir also so ungefähr eine Fläche von, das dürfte dann im Digitalisat ungefähr 2-2,5 Minuten sein. Und hier ist es doch sehr, sehr schmal.
Und ich lege die mal ganz kurz auf, weil was interessant ist bei diesen eigenen Aufnahmen, haben die nicht nur die Musikstücke, also hier handelt es sich um ein Musikstück, einfach eingespielt, sondern die haben immer davor gesagt etwas, was für uns natürlich interessant ist, weil wir damit Informationen erhalten. Kamerad Löser aus Thema bringt die gute alte Zeit zu Gehör. Ach Gott, wo seid ihr jene Gott, wo seid die Zeiten hin? Die ist doch so richtig vor und uns mit Ranzen. Gut, kommen wir zu einem anderen Trägermaterial und zwar jetzt vom Metall weg zur Pappe. Damit ist diese Schallfolie nochmal deutlich leichter. Ich könnte sie ein wenig biegen, das will man natürlich jetzt noch mehr bei Pappe vermeiden. Also ich mache es wirklich noch ganz dezent. Genau, und da ist so ganz dünn auf dieser Pappe wieder so eine Art Lack aufgetragen, hier mit einer Umrandung. Ganz schick, damit die eben nicht kaputt geht und wahrscheinlich auch, weil der Lack hier so außen runtergelaufen ist. Zum Schutz. Dr. Vierweg, denke ich, heißt das, was hier drauf steht, so ungefähr. Auch hier hören wir kurz am Anfang mal rein. Genau hier zum Beispiel ganz interessant technisch. Ich komme nicht wirklich an den Anfang ran, weil die fast schon zu zeitig bespielt wurde. Auch hier handelt es sich wieder um einen Veranstaltungsmitschnitt. Am Anfang hört man einen Chor singen und später geht es dann in eine Rede über. Kommen wir zu einer sehr, finde ich, sehr schön aussehenden Platte, Schallfolie aus Dresden. Das ist eine Kinoreklame. Hier steht relativ viel drauf. Na, man hat gesehen, auf den anderen Platten sind die Informationen sehr wenig. Hier hat man schön ein Label oder zwei Label draufgeklebt. Dadurch hat man schon mal die ersten Informationen. Kinoreklame, Saxonia Dresden von Gattermann. Und das ist auf jeden Fall auch sehr hübsch anzuhören. Vielleicht noch zum Material, wieder Metall und dann so ein Lack drauf. Der ist schon, man sieht hier die Alterserscheinungen, wirklich schon stark gerissen, die Platte. Also hier ist zum Beispiel keine Information drauf, also keine akustische Schallinformation, aber man sieht gut die Risse. Also das ist mit höchster Vorsicht sind diese Schallfolien zu benutzen und abzuspielen. Und diese Platte habe ich auch schon digitalisiert, also der Inhalt ist schon konserviert. Also das ist jetzt Werbung von vor, aus den, na, auch denke ich so 30ern. Achtung, Achtung! Kinoreklame Saxonia bittet um Ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit für eine wichtige Mitteilung außerhalb des Programms. Es ist für Sie alle von ganz besonderer Wichtigkeit zu wissen, dass Gattermann, Bautznerstraße 24, nach völliger Umgestaltung in allen Abteilungen Unerhörtes leistet. 35-jähriges Bestehen birgt nicht allein für Qualität, sondern auch für sachgemäße und kulante Bedienung. Sie alle. Also sehr schön, Werbung von auch vor bald schon 100 Jahren. Kommen wir zum letzten Trägermaterial der Schallfolien, die ich hier habe, von den technischen Sammlungen. Und zwar handelt es sich hier, also hier sieht man schon eine sehr deformierte Schallfolie. Sehr, sehr dünn, sehr, sehr transparent. Und zwar bestehend aus Gelatine. Hier gibt es also wirklich nur das eine Material, nicht irgendeine Trägerschicht, sondern das eine Material. Ja, das ist wirklich eine extrem gebrauchte, deformierte Platte. Hier ist ein Stück herausgebrochen. Das haben wir provisorisch mit Klebeband, welches keine Rückstände hinterlässt, angeklebt.
und konnten damit auch einen Teil dieser Informationen, die hier vorne mit drauf sind, digitalisieren. Es ging nicht optimal. Manchmal geht es richtig gut. Bei Schellackplatten geht es zum Teil sehr, sehr gut. Dieses Stück hat sich auch mit der Zeit deformiert und passt einfach nicht mehr perfekt rein. Aber wir haben es versucht und konnten ein bisschen matter Inhalt damit digitalisieren. Hier handelt es sich um eine Rede aus dem Dritten Reich. Das Hörbeispiel würde ich gerne mal diese etwas kleinere Schallfolie kurz zeigen. Hier sehen wir auch wieder schon, also man sieht, diese Gelatineblätter, die gehen schnell kaputt. Die sind nicht, oder die wurden stark gebraucht, kann man so oder so sehen, aber hier ist ein richtiger Riss. Genau. Ansonsten hat man hier verschiedene Informationen, ja, mehr oder weniger reingeritzt. Also ich weiß nicht, ob man das filmen kann. Ne, meine Hand, die ist eher nachteilig. Also ich kann zum Beispiel erkennen, 17.11. 34, sowas würde ich schätzen, so ungefähr 36, 34. Genau. Und hier aber, deswegen will ich die kurz auflegen, geht die Nadel doch ganz gut über den Riss drüber. Ich habe hier, das habe ich noch nicht erklärt, so einen Schaumstoff hingelegt, um halt die Folien wirklich zu schonen. Also der Knopf hier in der Mitte, der dient wirklich nur, dass ich hier die Mitte des Tellers erwische. Ansonsten sollen die Folien möglichst weich aufliegen. Ich habe ja auch nicht so viel Druck auf der Nadel, je nachdem, wie ich das Signal bekomme. Und ich gehe einfach mal hier mitten rein. Das geht, glaube ich, noch. Genau, und das ist. Man hört die Sprünge deutlich, aber wir schaffen es zumindest an sich, das historische Dokument zu digitalisieren. Da geht es ja nicht um Perfektion, Klangperfektion, sondern einfach, dass wir so viel wie möglich konservieren, digitalisieren können. Bisher waren alle Schallfolien, die ich gezeigt habe, in 78 Umdrehungen pro Minute abzuspielen. Hier habe ich gerade umgestellt, hat man gehört und gesehen, auf 33. Genau. Und ein irgendwie noch spannenderes Tondokument bietet hier diese letzte kleine Schallfolie. Hier ist auch ein schöner Bruch drin, aber zum Glück ist der wirklich nur komplett in der Mitte, wo keine Schallinformation ist. Der Rand sieht richtig gut aus. Und zwar handelt es sich ja höchstwahrscheinlich um einen Radiomitschnitt eines Boxkampfs. Und das ist doch schon schön anzuhören. Gut. Das ist immer wieder. Den Sieg aus dem Feuer zu reißen. Aber Walter Neusel als erfahrener Praktiker, als Mann, der lange bei den Amateuren boxte und 56 Profikämpfer betritt, lässt sich nicht mehr den Sieg einreißen, den er schon hat. Dort hält sich selbst der Ringrichter, beobachtet aus sicher Entfernung zu treffen. Das Faszinierende an diesem Projekt mit den Selbstschnittplatten ist es, dass es sich hier um Unikate, Originale handelt. Das heißt, private Leute, Toningenieure, die in irgendeiner Weise, in den 30er Jahren ging das ungefähr los, ein Aufnahmegerät zur Verfügung hatten, konnten in die Rohlinge, zum Beispiel in diesen Dezilit-Rohling, den es dann irgendwo zu kaufen gab, ihre eigene Aufnahme machen. So wie später das dann auf der Kassette manche vielleicht noch kennen oder wir heute das mit dem Handy machen. Dadurch ist jede Schallfolie ist ein Original, ein Unikat und letztendlich unersetzlich, egal was wir von dem Inhalten, sie ist unersetzlich. Das ist für uns sehr faszinierend und macht sie für uns dadurch sehr wertvoll. Wir in der SLUB haben die Möglichkeit, die Sachen aufzubewahren, fachgerecht aufzubewahren und zu digitalisieren und der Öffentlichkeit übers Internet und über unsere digitale Mediathek bereitzustellen. Daher auch meine Bitte an Sie, wer das Video hier sieht,
bringen Sie uns Schallfolien vorbei, die Sie finden. Sprechbriefe waren sehr weit verbreitet in den 30er und 40er Jahren. Man könnte salopp sagen, der Vorläufer der WhatsApp-Nachricht oder der SMS, also Briefe aus dem Krieg oder aus dem Urlaub, die man eben per Ton, per ja, ähnliche Folien wie diese an seine Verwandtschaft geschickt hat. Die Herausforderung bei der Digitalisierung ist es, und ich denke, das kann man gut hier an diesen Gelatinefolien sehen, einerseits sie erstmal sachgerecht zu behandeln, andererseits hier Töne zu entlocken mit dem Schallplattenspieler. Wir haben da eine spezielle Nadel, die halt dicker ist als bei einer Vinylnadel, und wir tasten die Sachen mit 78 Umdrehungen ab, also schneller als bei einer Vinylplatte, und müssen schauen, dass unsere Nadel schön in der Rille bleibt. Das ist nicht so einfach, weil wenn man das zum Beispiel hier sieht, man sieht ja diese Wellen, springt uns dann die Nadel sonst wohin, wo wir sie nicht haben wollen. Wir können dann verschiedene Tricks anwenden, indem wir den Schallplattenspieler langsamer abspielen lassen, sodass die Nadel gemütlicher über die Rille kommt und es dann digital am Computer später schneller machen. Oder wir müssen hier solche Stellen kleben. Also da sind schon so nicht nur handwerkliche Fähigkeiten gefragt, sondern ich finde auch viel Kreativität, um einfach irgendwie der Folie ein schönes, möglichst viele Informationen zu entlocken. Doch bin ich wunderschön.